Einen wunderschönen Abend. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Im Moment bin ich sehr wenig mit Video unterwegs, beziehungsweise mit Sprache. Ich versuche mein Bestes, euch mitzuteilen, was der Weg ist oder was es gibt. Im Moment bin ich auch nicht so großartig in der Werbung drin mit dem Kartenlegen. Doch wer gerne Karten gelegt haben möchte für das Jahr 2022, der kann sich ja bei mir melden. Die ersten 5 Minuten sind gratis, ab dann zählt es 1 Euro. Oder wir machen einen Kompakt, halbe Stunde 30 Euro und wir gucken dann, was passiert. Und ja, auch für die, die nicht so viel Geld haben, bin ich da. Man muss mich nur ansprechen. Und ihr wisst ja, in der Zeit von 20 bis 21 Uhr, sofern ich keine Kundschaft habe, bin ich kostenlos für euch zur Beratung da, ob mit oder ohne Karten oder Fernbehandlung. Ihr müsst euch nur auf meiner Yahoo-Mail im Moment melden oder telefonisch anrufen oder halt über WhatsApp, und dann gibt es ja auch noch Facebook. Ja, die Kontaktdaten, die werde ich dann noch oben hinschreiben, aber ich kann sie auch jetzt mal sagen. Das ist Inka. Der Artikel, die Dora Eder Emil unterstrich yahoo.com, oder die Telefonnummer, sie wird bleiben, denn ich ziehe jetzt am 1.2. um nach Wies-Oppenheim, näher zu Wormsee. 0176 75 95 7349. Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was immer bleibt. Ich bin eine Wölfin oder Schamanin, wie auch immer, ein Wanderschamane. Tja, ungewollt muss ich immer wieder umziehen. Vielleicht findet sich irgendwann mal ein Punkt, wo ich endlich mal ankommen darf, was das Domizil betrifft. Angekommen in mir bin ich, denn sonst hätte ich das, was jetzt in der letzten Zeit abgegangen ist, nicht ertragen. Und ich bin dankbar dafür, dass es sich jetzt so gelöst hat. Es ist zwar alles kleiner, aber wer weiß, was noch auf mich zukommt, ob es das letzte Mal ist. Okay, also die Homepage ist www.inkasapienteluca.de. Und ich verabschiede mich jetzt von euch. Ja, vielleicht hört ihr mich in den nächsten Tagen. Im Moment habe ich sehr viel zu tun. Morgen habe ich Rückführungen. Und am Samstag gebe ich Traumfänger ab. Ja, das mache ich auch noch so nebenbei, außer den Schulen. Und die Schulen machen mir ganz viel Spaß. Also, tschüss!